Hi Leute, willkommen zurück hier bei mir, beim Scanning. Lang, lang ist es her, diese Farbspielmission. Ich habe mir gedacht, das letzte Mal war jetzt gut, Anfang Januar, glaube ich, das letzte Mal. Zeitlich hat es halt nicht immer hingehauen. Aber jetzt schauen wir einfach mal wieder rein und gucken mal, sorry, was wir denn hier so heute noch erledigen können, damit die noch ein bisschen befördert werden. Gut, ganz kurz zur Info. Wir haben hier fünf Personen, fünf verschiedene Farben. Die Namen sind hier, sorry, wo sehe ich jetzt hier gerade die Namen? Ah, genau, die sind natürlich an der Farbe angelehnt. Hier wieder Grüne, Georg, der ist als Beruf hier Maler. Okay, das hat er abgeschlossen. Dann haben wir hier die Olivia, die ist orange und sie ist Köchin oder will es zumindest werden. Die Mrs. Blue, die Sportskanone hier, also muss ganz, ganz viel üben, genau trainieren und hier auch noch ein bisschen hier schwere Gewichte. Unser Ron, der Rote hier, der wird Astronaut, der ist jetzt gerade auf Arbeit. Und hier die Pia, die Kleine. Okay, die wird Superhirn hier. Die wird ganz, ganz, ganz böse hier. Und ja, dann muss ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen jemanden ärgern, damit wir das hochleveln können. Werden wir ihn hier mal ein bisschen ärgern. Gemein. Und was machen wir denn? Was machen wir denn? Und ja, beklauen ist eigentlich ja blöd. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich möchte es. Ah, okay. Guck mal, das ist sogar schon so lange her, damit wir überhaupt noch diese Weihnachtsdeko haben. Die werde ich erstmal schnell verkaufen und wird. Ich glaube, was haben wir denn da stehen gehabt? Ich glaube, den Billardtisch hatten wir da stehen gehabt. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Also, wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt wieder hier. Dann kann man das hier mal machen. Also. Weihnachtssachen sind verkauft. Ist jetzt ja schon ein bisschen jetzt rum, ja. Da seht ihr eigentlich mal, wie lang wir keine Folgen mehr aufgenommen haben. Wahnsinn. Ich habe gerade noch im Inventar entdeckt ein paar Kleinigkeiten. Hier zum Beispiel das Geld von der Pia, die jetzt auch schon mal am Arbeiten ist. Und die Sachen, was sie hier so geklaut hat. Ich glaube, da steht sogar dann da, von wem die es geklaut hat, oder? Nee, doch nicht. Okay. Dachte jetzt eigentlich. Aber gut, okay. Wenn nicht, dann ist es halt so. Nee, warte mal. Ups, da habe ich gerade was verwechselt. Das hier gehört ja dann zu Pia und nicht zu ihr. Da hat sie ja schon eins. Was hat sie denn hier? Medizin? Hey, sie hat auch da so ein Ding. Okay. Gerade ein bisschen verwirrt. Aber macht nichts. So, dann muss sie natürlich auch ein bisschen was hier machen. Ja, was machen wir denn da? Ding, 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 ding. Auffischen. Okay. So, okay. Das wird jetzt schon so passen. Wir gucken, was hier so die Pflänzchen machen. Mal ein bisschen hier erforschen. Und bei der Tina hatte ich gesehen gehabt, wenn man mit denen sprechen kann. Ist das auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Aber anscheinend noch nicht.
Aber es ist ja nicht schlimm. Okay, sie muss ja so ein bisschen trainieren. So, was haben wir denn hier? Der hat jetzt schon abgeschlossen. Du musst ein Getränk machen. Der habe ich Training geschickt und der muss jetzt Schach spielen. Okay, du bist ja wieder zurückgekommen. Perfekt. So, spielen. Gut, und du? Was musst du machen? Okay. Gut. Das war schon ein bisschen Arbeiten. Dann spulen wir mal ein bisschen vor, bis er zum Arbeiten muss hier. Mal schauen, ob wir es überhaupt schaffen, heute einen in die nächste Stufe zu bringen. Ach, warte mal, hier. Ja, lass ihn mal hier rein. Hereinbitten, ist es doch sehr kalt. Komm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie irgendwas zum Reparieren hat. Kommst du rein? Komm. Wie kommst du doch nicht rein? Meisterherstellerin. Aha. Okay. Ja, und wieso kommt die jetzt nicht rein? Ja, dann löschen wir doch mal was, gell? Warum hat das jetzt so lange gedauert, bis sie reingekommen ist? Ach ja. Das verstehe ich jetzt nicht. So, was macht jetzt unser Gast? Hockt am PC. Toll. Toll. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. So, die Pia ist wieder zu Hause und sie hat was mitgehen lassen. Eine Schatzkarte. Das ist jetzt schon die zweite, was sie mitgehen lassen hat. Okay. Perfekt. So. Ganz kurz schauen. Leistung gut. Okay. Wir brauchen hier ein Opfer. Ein Opfer her. So, ein Opfer. Dann werden wir dich jetzt ein bisschen ärgern. Obwohl, wir lassen. Oder? Lassen wir sie erschlagen? Nein, nein, nein. So. Da muss hier der kleine Georg mal leiden. So, gut, der ist jetzt schon mal fit für die Ding. Für seine Beförderung. Wo schläft denn der? Alter, warum schläft der denn da? Verstehe ich jetzt nicht. Der hat doch sein eigenes Bett. Vor allem, wie kam der überhaupt rein? Wo schläft die denn in der Badewanne? Hä? Nee, auf der Couch. Ups. Hab's gerade verwechselt. Gut, so, die ist auch fit. Du musst noch ein bisschen Essen zubereiten. Dann kannst du mal was kochen. Was kochen? Was kannst du denn schönes kochen? Am besten gleich ein bisschen was Größeres, damit die anderen auch gleich mitessen können. So, okay. Bei dir, das ist abgeschlossen. Bei dir, das ist noch nicht abgeschlossen. Okay, die zwei spielen jetzt. Wen könntest du jetzt dann nur auf den Sack gehen? Da würde ich sagen, obwohl 6, ja, obwohl 6, knapp 7 Uhr, vielleicht kann ja die Freundin kommen. Wenn wir sie mal einladen, wir laden sie mal ein. Oh, vielleicht können wir sogar das hier machen. Perfekt. Vielleicht zählt es ja dann auch schon. Das kleine Streich. Schneeengel machen? Ja, gut, dann geh. Dann geh, geh, geh. Oh, du bist ein bisschen dreckig. Gehst du duschen, nicht baden. Baden dauert immer so lang. Das ist nämlich dann nicht so schön.
Wieso kochst du? Also eigentlich hatte ich vorgehabt, dass immer sie kocht. Und ja, das macht sie jetzt auch. Kochen, irgendwas Kleines, das sind jetzt 50%. Und dann machst du halt eben nochmal das, machst du das hier. Das ist wichtig. Und du hast dann noch 2 Stunden zum Arbeiten, also hör auf zu essen. Geh kochen. Ja, das wird sie schon schaffen, oder? Dass sie noch die 100% kriegt. Was ist mit dir? Ja, ist okay, danke. Wir sind jetzt Freunde. Ist meistens so. Die komischen Leute, die haben eigentlich irgendwie so auch komische Freunde. Und wenn man jetzt mal ehrlicherweise sie anschaut, dann ist die schon ein bisschen komisch. So, wo waren wir denn jetzt? Hier. Schaffst du das noch? Komm. Okay, perfekt. Okay, du kannst arbeiten gehen. Gehen wir vorne mal kurz auf die PB-Box. Was hast du jetzt für ein Problem? Oh. Oh. ja. Okay, stopp. Erstmal hier. Du musst jetzt erstmal arbeiten. Okay, ist Arbeit, ist Arbeit. Okay, gut, dann habt ihr zwar jetzt noch ein bisschen Zeit. 4 Stunden und 10 Stunden. Okay, dann hast du die Mehrzeit und dann bist du auch verantwortlich für das drüber machen. Oberfläche reinigen. Auf jeden Fall. Irgendwie sieht das ein bisschen blöd aus, im Bad einen Kamin zu haben. Ich glaube, den mache ich auch weg und mache so ein Thermostat-Ding dahin. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal schnell. Das sieht nämlich nichts aus. Nichts sieht das aus. So, machen wir das hier so, so, so. Und das hier machen wir jetzt so. Okay. Denn ihr müsst wissen, da ich ja ein kleiner Sims-Anfänger bin, wusste ich nicht, dass es diese Dinge gibt. Habe ich es erstmal bei Tina Simlish gesehen. Denke mir so, ah, okay. Das wird wahrscheinlich Ding sein. Aber dann hat sie mir gesagt, dass es auch im normalen Spiel gibt. Und so, ah, okay. Ja, und vorher habe ich auf jeden Fall halt in jedem Raum so Kamine hingestellt. So. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ich glaube, da brauche ich für jeden Raum eins. Oder war das nicht so? Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Ja, was hast du denn jetzt noch für Wehwehchen schlafen. Können wir eigentlich mit der hier irgendwas machen? Oha, nee. Wie peinlich ist denn das? Das machen wir nicht. Okay, und du bist gerade am Schlafen. Sehr schön. Aber du musst jetzt eigentlich auch gleich zu arbeiten gehen. So, der räumt dann gleich auch für uns. So, ein bisschen hier Vollgas geben. So, der Ron ist jetzt auch auf Arbeit und er ist super gut gelaunt und ja, der wird jetzt heute hier befördert hier, würde ich sagen. Ups, was habe ich gemacht? So, okay, das schreit nach einer Beförderung bei Mrs. Blue. Ah, noch nicht ganz. Oh. Okay, ich glaube, der auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir warten bis 17 Uhr, bis sie zurückkommt. Dann haben wir schon mal ein Ziel erreicht. So, 17 Uhr kommt sie zurück. Okay, was machst du? Du schläfst. So, machen wir das hier noch und das hier kannst du dann mal essen. Und
Ja, das ist ja okay. Das machen wir dann schon irgendwie. Machen wir noch einen Telefonstreich oder sowas. Okay. Olaf zerstören? Ne, wir lassen ihn da. Wir lassen ihn da. So, die drei kommen auf jeden Fall zusammen nach Hause. Dann schauen wir mal, wer die Beförderung von den drei denn schafft. Wenn du das Video auf jeden Fall bis dahin gefallen hat, dann gerne ein Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und gleich ist es soweit. Eine Stunde noch. Naja, nicht ganz. Wir spulen ein bisschen schneller. Zack, zack und dann zack. Okay. Gut, wer wurde befördert? Keiner. Warum nicht? Schade. Obwohl es hier sehr gut ist. Wurde leider heute nichts mit der Beförderung, aber gut, okay. Kann man ja mal machen. So, dann tun wir sie noch irgendwas kochen lassen. So, ich hoffe aber natürlich, euch hat die Folge trotzdem gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Mal gucken, wann das nächste Video kommt. Am besten, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Denn feste Tage, das haut irgendwie nicht immer hin. Durch Arbeit und durch andere Sachen, da komme ich schon ein bisschen durcheinander. Okay. Wurde jetzt befördert oder wie war das jetzt? Ah ne. Gute Arbeit. Ah, doch, sie wurde doch befördert. Ja, cool. Also habe ich doch hier was geschafft. Okay. Perfekt. Gut. So, dann bis zum nächsten Mal.